Ja, guten Abend, meine Freunde. Herzlich willkommen auf dem Kanal Jens ist Welt. Ober Reportage am Meer. Ein kleines Infovideo. Am Freitag. Heute neigt sich der Tag dem Ende. Ich habe noch heute einiges erlebt, aber das tut ja nichts zur Sache. Wichtig ist, dass wir Freitag ein paar wunderschöne Pakete auspacken. Na? Insgesamt so 10 Stück oder sogar 11. Ich sag dir, ich habe ein bisschen was organisiert für mich. Ich muss zugeben, ich habe es ein bisschen übertrieben. Das war überhaupt nicht nötig. Oder soll ich besser sagen, man sollte sich ein bisschen zurückhalten. Aber es ging nicht anders. Da waren ein paar Sachen dabei, da konnte ich nicht länger warten. Denn wenn ich gewartet hätte, dann wären sie weg gewesen. Ja? Zum einen haben wir einen wunderschönen, naja, sagen wir mal, Zug, den man nicht so oft bekommt, den ich aber schon mal hatte. Ja? Aber von einer anderen Firma. Ja. Dann haben wir ein paar wunderschöne Wagen, die man auch nicht so einfach bekommt. Auch das war ein Spontankauf, weil ich mir dachte, ja, wenn du jetzt noch wartest, dann sind sie weg. Dazu die passende Lok. Die gibt es auch von einer anderen Firma. Das war also eine spontane Idee, weil man das tolle Bild gesehen hat bei Wikipedia und dachte sich, ob es hier auch ein Modell gibt. Und natürlich gibt es ein Modell. Und vielleicht mal einen von Arnold. Ich habe sie jetzt von Arnold. Wie die fährt, das weiß ich natürlich nicht. Weil bei Arnold Loks der älteren Generation ist das immer so ein Ding. Manchmal fahren sie gut, manchmal fahren sie schlecht. Ja, oder manchmal rasen sie wie bekloppt und sind unkontrollierbar. Aber das ist eine Neukonstruktion. So ein Mittelding. Ne? Mehr sag ich dazu nicht. Was ist noch dabei? Aha, ich hatte es ja schon erwähnt. Y-Wagen. Ne? Da habe ich mir drei organisiert, die ich austauschen will von meinen. Ne? Und der Gumbe, der fand dann ein Angebot, da konnte ich nicht Nein sagen. Hat er für mich bezahlt. Das Geld hat er wieder gekriegt. Weil sonst wären sie weg gewesen. Das war einfacher Schnäppchen. Muss das sein. Ich denke mal, da hätte jeder zugeschlagen, der Deutsche Reichsbahn fährt. Aus der DDR-Zeit. Und da war ja auch was ganz Besonderes mit dabei, was ich jetzt auch zweimal habe. Und dann ist er auch noch beleuchtet. Und das für den Preis, mein lieber Scholli. Da konnte ich nicht Nein sagen. Ja, was haben wir denn noch? Ach ja. Ihr erinnert euch an die drei Wagen, die ich ausgepackt habe? Von De Agostini. Da habe ich jetzt nochmal drei. Die sind auch dabei. Habe ich jetzt also sechs. Was natürlich ärgerlich ist, die beiden wichtigsten Wagen für diesen Zug, nämlich der Servicewagen und der Speisewagen, die aus Österreich kommen sollten, die habe ich nicht bekommen. Weil der Mann sich gedacht hat, nee, das ist mir zu kompliziert, das Ganze nach Deutschland zu schaffen. Und hat
Gott sei Dank, einen Tag vorher habe ich das nicht bezahlt. Also auch sagen wir mal, ich habe es vor einen Tag vorher gemerkt, dass er die Wagen rausgenommen hatte, oder sollten wir sagen, die registrierten Wagen waren verschwunden. Und er meinte, das ist mir zu kompliziert gewesen. Ich habe die jetzt in Österreich verkauft. Von mir aus, gut, die waren günstig. Und dann waren sie auch noch von Kato. Pech. Da muss ich mich erstmal kurz hinsetzen. Ja, so, das wird ein komisches Infovideo, ne? Bisschen lang. Ja, ein bisschen was muss ich erzählen. Und damit ich das dann nicht nochmal erzählen muss, wenn es ums Auspacken geht, erzähle ich es jetzt. Natürlich testen wir die ganzen Sachen. Dann waren noch zwei Wagen dabei von Josef. Einer davon. Ich nehme sie alle beide mit, wenn ich dann am Wochenende zu ihm fahre. Ja, auch das wird passieren. Aber das Allerwichtigste, das kommt jetzt. Wir werden auf jeden Fall in dieser Zeit, wo ich jetzt zu Hause bin, hoffentlich bauen, endlich mal den Berg fertig machen, damit dieses Weiße verschwindet. Ja? Und natürlich wird es ein Fahrvideo geben. Nicht nur eins, sondern zwei oder drei. Mal schauen. Wisst ihr, ich wollte noch die Altbau-E-Loks testen. Ja? Und so weiter und so fort. Ihr fragt euch sicherlich jetzt, hä? Was soll das jetzt? Ich bin wetterfrei so lange. Ja, ich habe jetzt Urlaub. Geschlagene 2 Wochen. Und die werde ich natürlich nutzen, um erst einmal mich um alles zu kümmern, was die Wohnung betrifft. Endlich mal alles erledigen, ohne Hektik und in Ruhe. Dann werde ich ein bisschen was an der Anlage machen. Elektronik könnt ihr ja sowieso vergessen. Ich könnte es auch selbst versuchen mit der Beleuchtung. Doch, ich bin müde. Aber das ist mir zu kompliziert. Sonst passiert dasselbe wie beim Stefan. Da gibt es ja eine Disco-Beleuchtung, eh mal kurz und dann war es das. Nee, das mit der Beleuchtung, das lasse ich. Ne? Sonst sind dann alle Lampen kaputt am Ende. Ja, aber so weit sind wir jetzt noch nicht. Wir haben jetzt erstmal Mittwoch, den 31.01.2024. Der Monat ist zu Ende. Morgen werde ich in aller Ruhe mal Kisten wegschaffen, die auf dem Balkon stehen. Ausmisten von meinem Gelumpe, was da alles dabei ist, was ich nicht mehr brauche. Vorbereitungen treffen von Samstag, wenn ich dann nach Magdeburg fahre. Und natürlich die Testgeschichten, die ich noch nicht ausprobiert habe. Ne? Pakete, die packe ich noch nicht aus. Das machen wir zusammen. Da kommen ja noch Dreier, die muss ich schon morgen auch noch holen. Und dann ist alles da. Ja, ich habe mich ein bisschen übernommen. Aber das ist nun mal so. Wenn man Geld hat. Man sollte vielleicht ein bisschen was aufheben. Für schlechte Tage. Aber keine Sorge, mein Kühlschrank ist voll. Und ich habe auch andere Dinge gekauft, die wichtig sind. Ne? Aber solange man dieses Hobby hat, dann will es natürlich auch nutzen. Ne? Und dann holt man sich ein bisschen was, was man vielleicht nicht mehr so schnell bekommt. Denn das Zeug wird ja auch immer teurer. Zumindest einiges. So, jetzt habe ich aber hier Blödsinn angefangen zu erzählen und philosophiert. Das interessiert euch gar nicht. Also, Fakt ist, Freitag gibt es ein wunderschönes zweiteiliges Video, denn ich habe auch ein bisschen Trainspotting gesammelt. Ja, ich habe noch 2 Tage gearbeitet, wo ich eigentlich frei gehabt hätte. So stand es zumindest in meinem Plan. Aber ich habe trotzdem gearbeitet. Freiwillig. Und in dieser Zeit habe ich eine Tour gehabt, wo ich die Möglichkeit hatte, ein bisschen was zu filmen, nichts Weltbewegendes. Aber ein bisschen was. Ne?
Josef kommt wieder ein paar schöne Aufnahmen. Und auch diesmal wieder vom Jam Jam. Und vom André kommen wieder ein paar schöne Bilder. Und im zweiten Teil werden wir dann die Pakete auspacken. Und natürlich das Ganze auf der Anlage testen. Ich werde das diesmal anders machen. Das letzte Mal habe ich schon gesehen, dass das mit der Handykamera ist nicht so schön. Ich nehme mal wieder die alte Kamera, die war lange nicht mehr im Einsatz. Und die stelle ich natürlich auch auf der Anlage. Natürlich könnte man auch parallel aufnehmen, sodass die Kamera vorne steht und das Handy hinten. Oder das eine so und das eine so. Von beiden Seiten und es ist mir zu kompliziert. Ne? So, jetzt habe ich aber genug gequatscht. Zum Abend. Ich sehe schrecklich aus. Heute ist die Zeit, mal wieder die Haare zu schneiden. Werde ich wahrscheinlich morgen auch machen. Und natürlich auch rasieren. Das werde ich morgen auch machen. Aber heute ist nicht mehr Lust. Ich bin fix in alle. Weil der letzte Zug, das war schon wirklich wieder eine Katastrophe. Man steckt nicht drin. Und diesmal war die Bahn nicht schuld. Sagen wir mal so, es gibt Tage, da läuft's. Und es gibt Tage, da läuft's nicht. Und nicht immer ist die Bahn schuld. Mit den Worten bin ich weg. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Und freut euch auf den Freitag. Ich freue mich auf jeden Fall. Und vor allen Dingen bin ich echt überrascht, dass alles angekommen ist, ohne verschwunden zu sein, ohne kaputt zu sein. Und natürlich, dass die Leute auch alles abgeschickt haben. Denn das ist ja nicht immer so. So. Und dann sage ich mal Tschüss. Macht's gut. Bis Freitag.